gehe ein bisschen auseinander, wie ein Hefekuchen. So, die Angst geht um im englischen Königshaus, liebe Zuschauer. Die Angst, das blanke Entsetzen wegen des blanken Hinterkopfs. Genau, Thema Glatze, das hatten wir auch heute Morgen schon bebildert. Ich möchte es mal sagen, Prinz Harry hat ja Angst vor einer Glatze. Mhm. Und da hatte ja Ingo gleich sein Toupet mitgebracht. Und dir hat es auch sehr gut gestanden, wollte ich nochmal zeigen. Ja, das wiederum hat Naima gepostet. Ja, ja. Ich war der achte Beatle. Ich durfte den Basskoffer tragen. So, Prinz Harry aber hat wirklich wahnsinnig Angst. Es wird immer dünner, genauso wie beim großen Bruder. Und tatsächlich gibt es jetzt Informationen, dass er schon alle Hebel in Bewegung setzt, damit zur Hochzeit das volle Haupthaar wieder da ist. Nur wie macht das denn? Mit welchem Trick? Wie der Vater, so die Söhne. Charles hat Haarausfall bekommen, William offenkundig schon deutlich früher. Und nun geht's auch bei Harry los. Und das ausgerechnet kurz vor der Hochzeit mit seiner Meghan. Und so plane der Bräutigam für den gelungenen Start in die Ehe. Eine Haartransplantation wird getuschelt. Von rund 60.000 Euro Operationskosten ist die Rede. Tatsächlich könnte der Kahlschlag beim jüngsten Prinzen recht zügig voranschreiten. So beurteilt Transplantationsexperte Lars Heidmann für uns die Perspektive des königlichen Hauptes. Man sieht natürlich hinten deutlich lichter werdender Wirbelbereich. Da scheint die Haut auch schon durch. Und das ist auch eine beträchtliche Fläche, das darf man nicht unterschätzen. Und der Haarausfall wird weitergehen. Man sieht schon, wie das Haar in diesem Gebiet verkümmert ist. Und dünner und dünner wird. Und die Aussicht gefällt Harry nun mal offenbar so gar nicht. Genauso wenig wie vielen anderen seiner Altersgenossen. Was aber ist so schlimm an Haarausfall? Für sein Alter finde ich das gut. Wenn man noch so jung ist, würde ich es auch machen. Wenn ich jetzt ein Mann wäre und eine Pläte hätte, würde ich das auch machen. Weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühlen würde. Verstehe ich überhaupt nicht, weil eine Haarpracht wie meine ist unwahrscheinlich pflegeleicht. Kommt auch gut an, auch bei den Frauen. Warum machen Männer das denn? Weil sie glauben, dass die Frauen darauf stehen, auf eine volle Haarpracht. Ist das denn so? Das weiß ich nicht. Sie sind Frau. Kann ich nicht begreifen. Es ist ein natürlicher Alterungsprozess, gehört auch dazu. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so ständig in der öffentlichen Präsenz steht und dauernd fotografiert, gefilmt wird. Ja, würde ich auch, glaube ich, machen. Also, er wird ja bestimmt auch häufig darauf angesprochen oder scheint ja ein Thema zu sein. Dann würde ich es auch machen, ja. Sicher nicht ganz falsch. Wohlhabende Promis beschließen häufig, ihren Kopf lieber bedeckt zu halten. Aber nur wenige gehen von Anfang an so selbstbewusst und offen damit um wie Jürgen Klopp. Ich hatte Geheimratsecken. Und Prinz Harry hat schon mehr oder noch weniger, je nach Sichtweise. Haartransplanteur Heidmann betreut seine Patienten auch psychologisch. Er schätzt den 33-jährigen Prinzen und dessen Umgang mit dem Haarverlust so ein. Für die meisten ist das eine psychische Belastung. Ich würde jetzt bei Prinz Harry schätzen, dass er damit locker umgehen kann. Das beeinträchtigt ihn ja nicht so sehr wie andere zum Beispiel, die dann ihr ganzes Leben auf Standby setzen, weil sie einfach so unglücklich sind, dass sie nicht mal mehr ausgehen möchten, dass sie keine Freundin finden oder ihre Freundin verlieren. Aber ich denke trotzdem, dass es Prinz Harry stirbt. Bei einer Transplantation werden meist Büschel von nur 1 bis 4 Haaren vom Hinterkopf auf die kahlen Stellen nach vorne verpflanzt. Samt Wurzel und Hautgewebe für 5 Euro pro Stück. Tatsächlich fallen 80% der Männer die Haare aus. Dem einen früher, dem anderen später. Und den einen steht eine Glatze und den anderen weniger. Und Harry? Kann ich nicht viel dazu sagen, aber meine Haare sind auch transplantiert worden. Die Leute gucken halt, es kommt mir so vor, als ob die Leute gucken, okay, guck mal seine Haare an, man macht sich halt Komplexe. Ja. Und deswegen, ich kann es verstehen. Für das Sat.1 Frühstücksfernsehen hat sich unser Redakteur und Glatzenexperte mit seiner Katerin des Themas angenommen. Seine Sicht der Dinge? Naja, also Harry, weißt du, das Leben kann echt so schön sein, ohne Haare. Glaub es mir, ich weiß es ganz genau. Harry, ganz ehrlich, also ich finde Haare viel schöner. Ob Harrys Braut das auch so sieht, wissen wir nicht. Wir wünschen dem Paar alles Gute, ob mit ein paar mehr Haaren oder weniger.